Hallo und guten Abend, verehrte Kinder der Nacht. Herzlich willkommen zurück bei Vampire the Masquerade, Coteries of New York. Wir waren hier beim letzten Mal stehen geblieben, nachdem der mysteriöse Fremde uns unmissverständlich klar gemacht hat, dass wir zu kooperieren haben, wenn wir den nächsten Tag erleben wollen. Alex durfte angesichts der jüngsten Ereignisse sehr verwirrt sein und überhaupt nicht verstehen, was mit ihm passiert. Und sein innerer Drang dürfte ihn eigentlich dazu treiben, zu überleben, überleben zu wollen. Daher haben wir jetzt hier auch die Wahl, entweder den Fremden, ja, mit unserer Faust zu konfrontieren, mit ihm nach draußen zu gehen oder um Hilfe zu schreien. Ich denke, dass es hier am sinnvollsten wäre, im Sinne des eigenen Überlebens, dem Fremden nach draußen zu folgen. Du rechnest dir kurz deine Chancen aus, aber das Ergebnis ist nicht besonders vielversprechend. Der Kerl ist fit, entschlossen und sieht ganz genauso tough aus, wie er redet. Und in der anderen Ecke des Rings bist du, verwirrt, erschöpft und am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Ja, okay, ich mach, was sie sagen. Er wirkt beinahe enttäuscht. Weise Entscheidung. Dann komm bitte mit und mach die Tür hinter dir zu. Du wirfst einen letzten Blick auf die Frau, die gerade wieder zu sich kommt. Auf den leblosen Körper am Boden. Abgefuckt. Einfach nur abgefuckt. Du reißt dich los und ziehst die Tür zu. Der Mann übernimmt die Führung und geht mit dir nach unten. Du spielst mit dem Gedanken, dem Glatzkopf an der Rezeption ein Zeichen zu geben. Aber der ist komplett in den Bildschirm seines kleinen Steinzeitfernsehers vertieft, über den gerade ein Actionkracher aus den 90ern flimmert. Er scheint gar nicht zu bemerken, dass ihr da seid. Im Vorbeigehen hörst du einen schwer frustrierten Jean-Claude Van Damme sagen: Ich will einfach nur nach Hause. Als ihr den Eingang erreicht, legt dein Entführer in Spee eine Hand um den Türgriff und dreht sich halb zu dir um. Ich kann Gedanken lesen, weißt du? Du denkst gerade, wenn der Trottel die Tür aufmacht, renn ich los. Vielleicht bin ich schneller als er. Ich erspare dir den Ärger. Bist du nicht. Du hast genau zwei Optionen. Du kannst entweder zu mir in den Wagen steigen und ich chauffiere dich dahin, wo du hin sollst, oder du kannst was richtig Blödes probieren, was du garantiert bereuen wirst. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Wir haben wieder die Möglichkeit, uns hier, ja, ihm gegenüber zu äußern. Immer die Möglichkeit zu sagen, sonnenklar, warum nicht gleich zur Polizei? Kann nichts versprechen. Wir fragen ihn mal hier nach der Polizei. Warum ein bisschen provozieren? Warum nicht gleich zur Polizei? Warum bringst du mich nicht gleich zu den Bullen? Weil niemand was davon hätte, ganz einfach. Außerdem habe ich meine Anweisungen. Er öffnet die Tür und deutet auf einen schwarzen Cadillac Escalade, der direkt vor dem Motel parkt. Nach dir. Jetzt können wir entweder weglaufen oder in den Wagen steigen. Er hat ja schon eindeutig klar gemacht, dass Weglaufen wohl nichts bringt, also werden wir in den Wagen steigen. Wie der Fremde von dir verlangt hat, gehst du zu dem Wagen und setzt dich auf den Beifahrersitz. Du hörst, wie sich die Tür hinter dir verriegelt. Das Innere des Cadillacs ist fast komplett abgedunkelt. Die Seitenfenster scheinen lichtundurchlässig zu sein. Der Mann setzt sich auf den Fahrersitz, lässt den Motor an und fährt ohne ein weiteres Wort los. Ich kann ihn jetzt noch was fragen. Ein bisschen Smalltalk für unterwegs. Bringen Sie mich ins Krankenhaus? Bin ich tot? Wer sind Sie? Würde hier gerne die Option "Ich bin nicht tot" wählen. Denn wer Blut trinkt, ja, könnte man auch auf bestimmte Ideen kommen. Ich bin gerade im Jenseits, oder? Das ist nicht ganz falsch, aber es ist anders, als du denkst. Seine nächsten Worte scheint er mit Bedacht zu wählen.
Nimm's nicht persönlich. Ich bin gerade einfach nicht in der Stimmung, dir einen Roman zu erzählen. Über das, was heute Nacht mit dir passiert ist oder die Rolle, die ich dabei gespielt habe. Für dich ist erstmal nur eines wichtig. Wenn du die nächsten 24 Stunden überleben willst, dann spiel mit und tu, was ich dir sage. Das können sie nicht mit mir machen? Wieso muss alles ein scheiß Rätsel sein? Das ist dein Albtraum, sind jetzt die Optionen, die wir hier haben, ihm zu antworten. Ich finde die erste Option hier ganz gut, das rebellische Wesen von Alex. Das können sie nicht mit mir machen. Oder mit mir nicht machen. Das können sie mit mir nicht machen. Ich habe Rechte. Stimmt. Bloß nicht die, an die du gewohnt bist. Nicht mehr, jedenfalls. Dir sollte klar sein, dass dieser Albtraum in deinem ureigenen Interesse ist. Angesichts der Zeiten, in denen wir leben, hast du allen Grund, dich glücklich zu schätzen. Die nächsten 20 Minuten spricht keiner von euch ein Wort. Als die Erschöpfung allmählich ihren Tribut fordert, beginnen die Großstadtlichter vor den Fenstern langsam zu verschwimmen. Irgendwann hält der Wagen an und die Türen öffnen sich. Du erwachst aus deinem Halbschlaf und stellst fest, dass du in einer Art Tiefgarage bist. Außer euch beiden scheint niemand hier zu sein. Der Mann deutet auf eine Tür in der Nähe. Geh rein und mach es dir gemütlich. Wenn du hungrig wirst, nochmal, dann schau in den Kühlschrank. Morgen hole ich dich ab und du bekommst deine Antworten. Hinter der Tür liegt ein kleiner Raum, keine Fenster, bloß ein einfaches Bett und eine einzelne Glühbirne, die an einem dünnen Draht von der Decke baumelt. Ein kleiner Kühlschrank summt in einer Ecke vor sich hin, begleitet vom klappernden Ventilator der Klimaanlage an der Wand daneben. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier entweder zu sagen, schätze, ich muss ihnen vertrauen, da gehe ich nicht rein, das ist krank. Ich finde das ziemlich krank, ja. Es ist eher Abstellraum als alles andere, ein kleines Gefängnis. Das ist krank. Das ist doch einfach nur krank. Oh, glaub mir, das ist noch gar nichts. Eines sollte dir klar sein. Erinnerst du dich noch, als ich dir gesagt habe, dass du ein Glückspilz bist? Das war keine Übertreibung. Siehst du, bei meiner Arbeit geht's darum, Probleme aus dem Weg zu schaffen. Aber so höflich wie heute bin ich dabei selten. Hat ausdrücklich geheißen, ich soll auf meine Manieren achten. Also glaub mir, verglichen mit dem, was hätte passieren können, ist eine Nacht in der Sardinenbüchse ein verdammt guter Deal. Und jetzt geh rein. Oder du fliegst rein. Okay, wir gehen einfach in den Raum. Du trittst über die Schwelle. Der Fremde nickt. Gute Nacht. Er schließt die Tür hinter dir. Sie wirkt ziemlich stabil. Aber während er sie verriegelt, fällt dir auf, dass sie voller Kratzspuren ist. Sieht so aus, als hätte dein Quartier die Erwartung einiger deiner Vorgänger nicht ganz erfüllen können. Du beschließt, nicht genauer darüber nachzudenken und überprüfst stattdessen, was der Kühlschrank zu bieten hat. Im Inneren findest du einen einzelnen Plastikbeutel, prall gefüllt mit einer roten Flüssigkeit. Kein Etikett. Tomatensuppe? Egal. Dir ist eh übel. Hastig drückst du die Tür wieder zu. Du legst dich aufs Bett. Eine einfache Matratze auf einem Metallrahmen. Du kannst dir nicht helfen. Irgendwie sieht es genauso aus wie das Bett im Hotel. Das mit der gefesselten Frau drauf. Ach ja, stimmt. Du hast ja heute Nacht einen Mann getötet. Hast du? Vielleicht ist nichts davon real. Vielleicht ist alles bloß ein richtig aufwendiger Streich. Das Mädel im Club, vielleicht hat Jess sie auf dich angesetzt. Der Schrank weiß auch Bescheid, ganz klar. Wetten, dass sie gerade alle drei vor der Tür stehen und sich den Arsch ablachen? Du weißt nicht mehr, was du glauben sollst. Deine Gedanken überschlagen sich, aber du bist zu müde, um sie zu ordnen. Schließlich verkrampft sich dein Körper ein letztes Mal, dann gleitest du hinüber ins Nichts. Du wachst auf.
Das ist an sich schon bemerkenswert. Du kannst dich kaum daran erinnern, überhaupt eingeschlafen zu sein. Wie Schlaf hat es sich auch nicht angefühlt, eher wie ein endloser Fall ins absolute Nichts. So kommt dir in den Sinn, muss es sich anfühlen, tot zu sein. Der Raum sieht aus wie gestern. Die Lampe ist am Brennen, der Kühlschrank am Brummen und die Klimaanlage am Klappern. Alles wie gehabt. Du schaust auf deine Uhr. Es ist fast 9 Uhr abends. Du hast volle 17 Stunden durchgeschlafen. Vielleicht bist du wirklich gestorben. Du atmest nicht mehr und das vertraute Pochen in deiner Brust ist verschwunden. Zählt das als Tod, wenn du noch bei Bewusstsein bist? Du hast deine Zweifel, aber eines weißt du ganz sicher. Du bist hungrig, aber es ist nicht dein Magen, der knurrt. Es ist ein Verlangen, das irgendwo in deinem Bauch beginnt und sich mit gierigen Fingern bis in deine Brust, deine Kehle und dein Hinterkopf tastet. Du öffnest den Kühlschrank. Der Beutel ist noch da. Du siehst dir den Inhalt genauer an. Es könnte Suppe sein, aber wenn, dann stimmt irgendwas mit der Farbe und der Musterung nicht. Du ziehst den Plastikverschluss ab, schnupperst ein paar Mal dran und erkennst den Geruch auf Anhieb. Heilige Scheiße. Irrtum ausgeschlossen. Das ist eine Blutkonserve. Der Geruch ist schwach und du erinnerst dich an ein paar Situationen, in denen du ihn früher abstoßend gefunden hast. Aber jetzt? Jetzt ist er beinahe. Nein, nicht beinahe. Er ist verlockend. Jetzt können wir entweder den Beutel zurücklegen oder das Blut trinken. Er hat ja schon Blut getrunken. Ich würde sagen, wir legen den Beutel trotzdem zurück. So ganz geheuer ist uns das hier noch nicht. Denn er weiß ja schließlich noch nicht, was mit ihm passiert ist. Etwas in deinem Körper drängt dich, einen Schluck aus dem Beutel zu nehmen. Der Reiz, die Verlockung, so spürbar. Aber als du dir dann vorstellst, es wirklich zu tun, dreht sich dir der Magen um. Du verschließt die Konserve wieder und legst sie zurück in den Kühlschrank. Zeit vergeht. Du versuchst, die Puzzlestücke in deinem Kopf zusammenzufügen und irgendeine Logik in deinem ganzen Chaos der letzten Stunden zu erkennen. Da hörst du, wie das Schloss entriegelt wird. Du siehst, wie die Tür aufschwingt und der gut gekleidete Fremde von gestern ins Zimmer tritt. Perfekt sitzender Anzug, scheinbar ein Markenzeichen. Und dieser Raubtierblick, wie von einem Falken. Allerdings ein bisschen entspannter als gestern, also vielleicht eher ein zahmer Falke. Guten Abend. Ausgeschlafen? Dein Gesichtsausdruck sagt wohl mehr als 1000 Worte. Du weißt nicht viel, aber eins ist dir zu 100% klar. Im Augenblick siehst du absolut scheiße aus. Na komm, wir werden erwartet. Der Wagen steht mit laufendem Motor in der leeren Tiefgarage, direkt vor der Tür zu der Schuhschachtel, in der du den Tag verbracht hast. Der Mann bedeutet dir einzusteigen. Sein Gesicht so hart wie die Geste höflich. Jetzt können wir uns entweder auf den Fremden stürzen, in den Wagen einsteigen oder den Wagen entführen. Wir sollten mal langsam mal was Dummes tun hier. Also entführe den Wagen. Alex muss weg da. Der Wagen, das ist deine einzige Chance. Du drängst an dem Fremden vorbei und rennst zur Fahrertür. Du reißt sie auf und greifst nach dem Zündschlüssel. Ein Griff schließt sich wie Eisen um deine Schulter und reißt dich brutal zurück. Du wirst aus dem Wagen geschleudert und prallst mit voller Wucht auf den kalten Betonboden. Der Mann zieht ein zugespitztes Stückchen Holz aus seiner Tasche und rammt es in einer einzigen fließenden Bewegung in deine Brust. Ein scharfer Schmerz, dann versteifen sich all deine Muskeln, bis du komplett gelähmt bist. Eine Woge extremer Erschöpfung wäscht über deinen Körper und ertränkt einen Moment lang dein Bewusstsein. Als du kurz aus der Dunkelheit aufwachst, siehst du gerade noch, wie der Kofferraumdeckel des Wagens sich öffnet. Ein paar Sekunden Finsternis später klappt er wieder zu, scheinbar mit deinem Körper darunter.
Du spürst, wie der Motor anspringt, dann überschwemmt die Schwärze endgültig dein Gesichtsfeld. Du sinkst hinunter ins Nichts. Schmerz erfüllt deine Brust und ein nasses, fleischiges Geräusch füllt deine Ohren. Du ziehst scharf die Luft ein, als du erwachst, in der verzweifelten Hoffnung, dass das alles nur ein Albtraum war. Aber dieses Schnappen nach Luft ist nicht mehr als Instinkt. Du atmest nicht wirklich ein oder aus und dein Herz ist genauso tot wie vorher. Du bist in einem hell erleuchteten Raum. Gemälde an den Wänden, leise Musik, eine Kunstgalerie? Der Fremde steht über dir, einen Pfahl in der Hand. Du kannst inzwischen erkennen, dass da noch mehr Leute sind, viel mehr, und alle starren sie dich an. Reflexartig blickst du nach unten. Der Stoff deiner Kleidung ist zerrissen, genau auf Höhe des Brustbeins. Ungläubig betastest du deine Brust und spürst, dass dort ein klaffendes Loch ist. Deine Finger gleiten über gebrochene Rippen und das zerfetzte Fleisch darüber. Der Albtraum scheint noch lange nicht mit dir fertig zu sein. Hoch mit dir! Du stehst auf, etwa 2 Dutzend Gesichter beobachten jede deiner Bewegungen, bedient von einer kleinen Schar von Kellnern. Keiner der Gäste schenkt dem Ursprung der Getränke in ihren Händen auch nur die geringste Beachtung. Die Besucher sind gut gekleidet, jedenfalls die meisten von ihnen. Aber es ist schwer zu sagen, wofür sie eigentlich hierher gekommen sind. Niemand scheint sich besonders für die Kunstwerke an den Wänden zu interessieren. Und die Atmosphäre ist höflich, auf eine formelle, unnatürliche Weise. Da ist etwas in ihren Augen, das dir die Antwort verrät. Sie sind wegen dir hier. Ich denke, das Küken ist bereit, sich ihren Fragen zu stellen, Prinz. Prinz? Reflexartig blickst du in die Richtung, in die der Fremde gesprochen hat. Du erwartest instinktiv einen Mann, aber stattdessen siehst du eine ziemlich farblos wirkende Frau. Den Eindruck habe ich auch, Quadir. Guten Abend, Kind. Okay. Guten Abend, Miss. Entschuldigen Sie was? Sicher kein Kind. Entschuldigen Sie was? Ist komplett perplex. Wäre man wahrscheinlich in der Situation. Entschuldigen Sie was? Der Prinz von New York City, Helen Pennard, Kind von Michaela, richtet das Wort an dich, Welpe. Hab Dank, mein Sheriff. Aber ich bin durchaus in der Lage, mich selbst vorzustellen. Besonderen Charme scheint sie nicht zu besitzen. Trotzdem hängt der gesamte Saal an ihren Lippen. Die Leute respektieren sie, so viel ist klar. Du wirst mich mit Prinz ansprechen, Kind. Man hat mir berichtet, du seist unserem verehrten Sheriff Quadir heute Nacht ziemlich zur Last gefallen. Und das, nachdem du in der Nacht zuvor einigermaßen kooperativ gewesen bist. Was ist nur in dich gefahren? Leises Gemurmel erfüllt den Raum. Eines der Gesichter sticht dir besonders ins Auge. Es gehört einer schönen Frau mit fast blutig roten Locken und einem Kleid in derselben Farbe. Du siehst, wie sie sich zu einem bebrillten Mann beugt. Dann blickt sie zu dir auf, nur kurz, aber mit erkennbarem Interesse. Die Frau, die sich selbst Prinz genannt hat, lässt ihren Blick einmal bestimmt durch den Raum gleiten. Das Flüstern verstummt fast augenblicklich. Über dein Verhalten haben wir bereits genug gehört. Mehr als genug, um ehrlich zu sein. Mich interessiert eine ganz andere Sache. Und du bist vielleicht der Einzige, der uns darüber Auskunft geben kann. Dein Erzeuger, die Person, die dich an den Ort gebracht hat, an dem Kadir dich gestern Nacht gefunden hat, was weißt du über sie? Erzeuger? Das spielt keine Rolle. Eine Frau mit Temperament. Genau, eine Frau mit Temperament. Eine Latina, ziemlich radikal, es sei denn, sie hat mir was vorgelogen. Sie war besonders, außergewöhnlich. Sie hatte Feuer, diese Mischung aus Überzeugung und Leidenschaft. Hat mich verführt, ziemlich leicht sogar,
hat mir das Gefühl gegeben, dass sie mich will, bin voll drauf reingefallen und jetzt bin ich hier. Es fühlt sich seltsam an, einem Raum voller Fremder von etwas zu erzählen, was als zufälliger One-Night-Stand begonnen hat. Aber was fast merkwürdiger ist, so sehr die Latina dich vor 2 Tagen beeindruckt hat, so schwer fällt es dir jetzt, dich genau an ihr Gesicht zu erinnern. Erst jetzt fällt dir auf, dass sie dir nicht mal ihren Namen gesagt hat. Nun, Kadir, kommt dir diese Beschreibung bekannt vor? Nein, tut sie nicht. Jedenfalls nicht bekannt genug. Ich setze die Suche fort, sobald wir hier fertig sind. Kann ich jetzt gehen? Eigentlich möchte ich hier bloß noch weg. Genau. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Kann ich jetzt gehen? Nein, definitiv nicht. Was soll mit dem Küken geschehen, mein Prinz? Was ist deine Empfehlung, mein Sheriff? Die Traditionen sind eindeutig. Du sollst nur mit Erlaubnis deines Ahnen zeugen. Zeugst du andere ohne Einwilligung deines Ahnen, so sollen sowohl du als auch deine Nachkommen erschlagen werden. Ich bin mehr als bereit, meiner Pflicht nachzukommen. Einen Moment noch, Kadir. Zuvor möchte ich das Gespräch mit meinem Rat suchen. Sicher gehen, dass wir in dieser Angelegenheit einer Meinung sind. Ja, natürlich. Er entspannt sich ein wenig und schließt die Augen. Der Prinz verlässt den zentralen Ausstellungssaal, begleitet von etwa 6 Gästen. Du willst diesen Kadir gerade danach fragen, was es mit all dem Gerede über Traditionen und Räten auf sich hat, als die rothaarige Frau an euch beide herantritt. Sophie! Sheriff? Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht ein paar Worte mit dem Küken wechseln könnte. Alleine. Wozu? Sie senkt die Stimme, als sie antwortet. Komm, Kadir, die Umstände machen es nicht schwer zu erraten, wie das Urteil aussehen wird. Lass mich mit deinem Schützling sprechen und vielleicht bleiben deine Hände heute Nacht sauber. Zu spät. Dank der Unverschämtheit dieses Welpen. Das Tier eines unerfahrenen Kükens reißt sich in einem Moment der Panik von seiner Leine. Das soll rechtfertigend genug sein, auf die Stimme deines eigenen zu hören, Sheriff? Bitte, Scheinheiligkeit passt nicht zu dir, Kadir. Ihre Worte scheinen einen Nerv zu treffen, obwohl sein Gesichtsausdruck schwer zu lesen ist, als ob mehrere Gefühle gleichzeitig um die Vorherrschaft streiten. Wut, Trauer, Entschlossenheit. Geh doch zum Teufel, Langley. Blanke Verachtung brennt einen Moment lang in seinen Augen. 5 Minuten und keine Sekunde länger. Er stürmt auf demselben Weg aus dem Saal, auf dem ihr gekommen seid, und du bleibst alleine mit der Frau im roten Kleid zurück. Unter den Argusaugen der übrigen Gäste nimmt sie dich zur Seite. Ich bin fast beeindruckt, Küken. Kadir aus der Reserve zu locken, ist alles andere als einfach. Naja, du weißt, dass du gerade ein Damoklesschwert von der Größe eines Kühlschranks über deinem Kopf hängen hast, oder? Allein wirst du es da nicht runterbekommen, das kann ich dir versprechen. Du brauchst Verbündete. Aber dein Glücksstern scheint es zu gut mit dir zu meinen. Eigentlich wollte ich heute Abend gar nicht kommen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit ihr zu reden. Sie wären bereit, mir zu helfen? Mir fällt schon was ein. Was ist das für ein Zirkus? Ja, was ist das hier für ein Zirkus? Das ist eine gute Frage. Was zur Hölle soll das hier eigentlich sein? Eine Party für Edelperverse mit Schweizer Nummernkonto? Sieht jedenfalls aus wie irgendwas aus einem Bilderbuch für Verschwörungstheoretiker. Verschwörungstheorien? Dazu könnte dir wohl jeder von uns was erzählen. Die eine mehr, der andere weniger. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen über etwas reden, was dich hier und jetzt betrifft und definitiv keine Theorie ist. Du bist letzte Nacht zum Vampir geworden. Was? Oh ja, ich weiß genau, wie lächerlich das klingt. Was glaubst du, wieso wir all die hübschen Ausdrücke dafür haben? Ein Blutsverwandter sein, die Umarmung empfangen, einen Erzeuger haben. Und doch ist es so. Wer sind die Wesen, die du als Vampire kennst? Du stehst ihnen gegenüber.
Sie sind wir. Du blickst dich langsam um. Einige der Gäste schauen immer noch gelegentlich in deine Richtung. Unterhalten sich mit gedämpften Stimmen über dich. Viele Besucher sind blass. Richtig blass. Die meisten halten Weingläser in den Händen. Nein, kein Wein. Zu dickflüssig. Und die Farbe stimmt auch nicht. Du bemühst dich verzweifelt um irgendeine sinnvolle Antwort, aber dein Kopf ist wie leer gefegt. Es klingt morbid, aber es ergibt Sinn. Was ist letzte Nacht passiert? Du hast Blut getrunken. Hör auf, es abzustreiten. Und dein Atem ist nie zurückgekehrt. Genauso wenig wie dein Herzschlag. Ein Vampir. Zwei Stimmen in deinem Kopf beginnen lauter und lauter, um deine Aufmerksamkeit zu kämpfen. Die eine fügt nach und nach alle Puzzleteile zusammen und kommt zu dem Ergebnis, dass sie, egal wie verrückt das klingen mag, nur in dem Rahmen, den die Fremde dir gerade abgesteckt hat, wirklich Sinn ergeben. Die andere Stimme beschränkt sich auf »Was zur Hölle, was zur Hölle!« wie eine geschwungene Schallplatte. Du bist überrascht, so endet dieses Spiel meistens. Und das ist kein Zufall. Kadir hat dich ganz bewusst im Dunkeln gelassen. Falls wir nichts unternehmen, wird sein Schwert dich auslöschen, so sicher wie der Tag die Nacht. Aber darum bin ich hier, und dir eine Chance zu bieten. Einen Ausweg unter einer Bedingung. Im Augenblick sitzt du ziemlich in der Klemme, aber vielleicht ist der Prinz bereit, über eine vereinzelte Trotzaktion hinwegzuschauen. Mich offen für dich einzusetzen, bedeutet immer noch ein massives Risiko für mich, aber ich bin bereit, dich unter meine Fittiche zu nehmen, wenn du mir die Treue schwörst. Ich mache dieses Angebot nicht leichtfertig. Als dein Mentor bin ich für dich verantwortlich. Deine Handlungen werden meine Handlungen. Und falls mich das in ein schlechtes Licht rückt, dann lasse ich dich das wissen und spüren. Oha. Was passiert, wenn ich zustimme? Was, wenn ich ablehne? Sie machen mich zu ihrem Diener. Bleiben wir mal hier bei der höflichen Variante. Denn auch Alex durfte an seinem eigenen Leben sehr interessiert sein. Was passiert, wenn ich zustimme? Angenommen, ich sage ja. Wie geht es dann weiter? Du überlebst, hoffe ich. Oder auch nicht, je nachdem, in welcher Laune sie ist. Ich biete dir eine Chance, keine Garantie. Aber wenn du mich als deinen Mentor akzeptierst, dann kann ich dir helfen, dich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Und du wirst mich unterstützen, so wie es ein Kind für seinen Erzeuger täte. Das Geräusch von Schritten im Nebenraum. Dann halblaute Stimmen. Der Prinz und ihr Rat scheinen den Ausstellungssaal zurückzukehren. Kadir erscheint ebenfalls gerade auf der Treppe und geht langsam auf dich zu, das Gesicht finster. Wenn das Urteil verkündet wird, bittest du um Gnade, dann kann ich einschreiten und vergiss meine Bedingung nicht. Sie schenkt Kadir ein kurzes, trauriges Lächeln. Es findet keine Erwiderung. Der makellose Anzug des Sheriffs hat ein neues Accessoire erhalten. Eine gekrümmte, orientalisch aussehende Schwertscheide aus Metall, die von einer bunten Schärpe an seiner Hüfte gehalten wird. Fasching und drollig wären vermutlich die Wörter, die du in jeder anderen Situation mit dem Anblick verbinden würdest, aber hier und jetzt lässt Kadirs Ausstrahlung sich nur mit bedrohlich und einschüchternd beschreiben. Er nimmt seinen Platz neben dir ein und beobachtet, wie der Prinz ein weiteres Mal vor die versammelten Gäste tritt. Treue Blutsverwandte der Camarilla von New York City, die sich heute hier versammelt haben, meine Entscheidung im Hinblick auf das Küken ist gefallen. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Hier mit der Entscheidung von Prinz Pernard geht's beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, wenn es hier mit der Geschichte von Alex und der Camarilla in New York City weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.